herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der XX-Show. Heute mit einer Folge, auf die ich schon lange gewartet habe, nämlich wir hatten heute Squishies zerdrückt. Das kann ich schon mal versprechen. Wir haben hier zwei verschiedene Squishies besorgt, die sich ein kleines bisschen unterscheiden. Wir haben hier zum einen so einen Totenkopf im Galaxy-Design. Der lässt sich natürlich schön gut zerdrücken. Und desto fester man drückt, desto kleiner wird er natürlich auch und trotzdem geht er natürlich, wie bei einem Squishy üblich, immer wieder in seine Normalform zurück und bei dem sieht man wirklich auch keine Spuren davon, dass er so stark zerdrückt wurde. Das heißt, der kann auch schon mal ordentlich was aushalten. Und dann schauen wir uns nochmal das andere Stück an. Das hier ist ein Squishy Donut, nur ohne Loch. Und den kann man natürlich auch ziemlich gut zerdrücken. Der ist ein bisschen flacher. Ich könnte mir vorstellen, dass der ziemlich gut zerdrückt werden kann von der Ramme. Und am Ende stellt sich dann natürlich die Frage, ob überhaupt die Squishies irgendwie davon kaputt gehen können. Das wollen wir uns jetzt mal genau anschauen. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem Stück hier. Das packen wir jetzt schon mal unter die Ramme, damit wir ganz genau schauen können, was passiert, wenn die Ramme diesen Squishy zerdrückt. Ihr habt es gesehen, die Presse, die ist einmal bis auf den Boden durchgefahren und trotzdem ist hier fast nichts passiert. Das Squishy-Teil hier, das war wirklich nur noch ein paar Millimeter dünn, da wo die Presse gepresst hat und trotzdem hat das alles ausgehalten. Hier ist hier ein kleiner Rest zurückgeblieben, da wurde ein bisschen, glaube ich, auch die Farbe zerkratzt von dem Squishy. Das ist ja ursprünglich gelb, so wie das Stück hier. Das heißt, hier sieht man einmal den Abdruck und trotzdem muss ich sagen, dafür, dass das Ding bis zum Boden durchgedrückt worden ist, ist da wirklich ziemlich wenig passiert. Das war natürlich ein bisschen enttäuschend. Wir haben uns natürlich erhofft, dass das Squishy komplett kaputt gemacht wird. Das ist leider nicht passiert. Vielleicht passiert das aber bei dem Ding hier. Da haben wir natürlich jetzt noch mehr Hoffnung, dass das komplett zerdrückt wird. Das ist ja ein bisschen höher auch als das Squishy von gerade. Das heißt, vielleicht passiert da ein bisschen mehr noch. Und jetzt werden wir natürlich auch versuchen, das Ding hier komplett bis zum Boden durchzudrücken. Und dafür werden wir das so unter die Ramme platzieren und nun anfangen zu pressen. Auch dieser Squishy hier ist komplett zerdrückt worden und trotzdem sehen wir, dass er nicht wirklich kaputt gegangen ist. Hier unten ist ein kleiner Riss drin, weil er zwischen diese beiden Platten gelangt ist. Da ist er also so ein bisschen aufgeplatzt, wie man hier erkennen kann. Und hier oben ist natürlich wieder der Abdruck von der Ramme, das heißt hier ein kleiner Kreis, wo die Farbe wieder so ein bisschen abgeblättert ist. Da sehen wir das an diesem weißen Untergrund, der hier zu sehen ist. Aber ansonsten hat er das echt gut ausgehalten. Wir haben ja gerade gesehen, dass auch der wirklich bis zum Boden durchgedrückt worden ist. Und trotzdem hat er das komplett ausgehalten. Das heißt, das große Fazit ist heute, dass diese Dinger wirklich nicht zu zerpressen sind. Die kann man natürlich zerschneiden mit einer Schere oder mit einem Messer. Aber von der Ramme, von der bloßen Gewalt, kriegt man wirklich das Ding nicht kaputt. Das heißt, die Squishies, die haben auf jeden Fall eine gute Qualität bewiesen. Und ich hoffe natürlich, dass euch das Experiment gefallen hat. Ihr könnt gerne dem Video einen Daumen nach oben geben und den Kanal kostenlos abonnieren. Und ihr könnt gerne auch in die Kommentare schreiben, was eure Meinung zu diesen Squishies hier ist. Ob ihr das auch geglaubt habt, dass sie so gut das aushalten. Oder ob ihr eher gedacht hättet, dass sie kaputt gehen. Und vielleicht habt ihr auch noch andere Ideen, wie man Squishies kaputt kriegen kann. Das dann alles bitte in die Kommentare schreiben. Das würde uns auf jeden Fall freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.